Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben in der letzten Folge das Dürfchen dort etwas abgelootet. Zumindest die ersten Häuser sind jetzt frisch ausgeschlafen und bereit weiterzuziehen. So, wir haben es gerade mal um 8. Das passt doch. Dann können wir jetzt ganz schnell zum Dorf laufen. Trinken wir uns noch ein Energy rein. Und haben den ganzen Tag Zeit und ein fast leeres Inventar, um dort so viel wie möglich rauszuschleppen. So, hier hinten ging es lang. Diese Container sind extremst verwirrend. Mich interessiert auch, ob man da hochkommt. Weil manche Container liegen ja so schräg und teilweise sind die ja dann hier so leer, dass man durchlaufen kann. Eventuell schaffen wir es ja sogar, hier oben lang zu laufen. Vielleicht findet sich da doch auch noch das ein oder andere Holz. Oder vielleicht auch Metall. Oder vielleicht auch etwas ganz anderes. Bin mal gespannt, was wir im Dorf alles noch finden werden. Ich hoffe doch endlich einen Schlüssel für diese Bahngebäude hier. Zumindest für den weiter vorne, an dem wir die Weiche umstellen konnten. Wenn wir mit dem Dorf hier fertig sind, dann bleibt uns ja nichts anderes mehr übrig, als zurückzufahren. Und die Weiche muss ja auch einen Sinn haben. Sprich, es muss ja noch woanders hingehen. Von daher hoffe ich doch ganz stark, dass wir einen Schlüssel finden. Ansonsten müssen wir es doch mit der Haut-drauf-Taktik probieren. So, wir steigen mal von hinten in den Bus ein. So kommen wir hier auch ganz easy rein. Vorne rein, hinten raus. Ey, hier oben ist einer auf dem Dach. Ich würde sagen, wir schießen den trotzdem ab. Ist ja, ey, alles Erfahrung. Und da ist noch so ein Kotzbrocken. Rennt die jetzt weg, wenn wir die treffen? Nö, die bleibt schön stehen, zeigt uns nur ihren Kopf. So, Wahnsinn, wie viele Schüsse das sind. Obwohl man tatsächlich bloß einen einzigen Schlag braucht. Das ist wirklich reinste Verschwendung. Hier schon wieder einer im Haus, aber wir waren doch schon hier drin. Ach nein, hier, ein Polizeizombie. Ach Mensch. Ach Mist, da haben wir doch was. Komm, probieren. Ah, hätte ich vielleicht etwas eher schießen müssen, aber okay, es hat gereicht. Ich hasse die Typen mit ihr. Ach shit, natürlich voll reingerutscht in den guten. No homo. Okay, passt. Anscheinend spawnen die Zombies hier etwas nach. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, in das Häuschen kommen wir von hier leider nicht rein, okay. Ich hoffe, wir kommen in das Haus rein. Ansonsten wüsste ich nicht... Ach ja. Ach nein, die schnellen wieder. Ja, ist gut. Okay, hier kommen wir rein. Ich hatte schon Angst, wir kommen gar nicht hier vor. Und sind komplett umsonst hier hintergelaufen. Ich habe übrigens auch die Grafikeinstellung nochmal eins schlechter gestellt. Wir waren ja davor bei für dem Medium blutig. Ihr wisst Bescheid. Jetzt sind wir auf Low, da das Spiel tatsächlich hier in dem Gebiet immer noch nicht flüssig lief. Ich hoffe, da kommt bald noch ein Update. Ich meine, auf die Grafik kommt es bei dem Spiel jetzt nicht so riesig an. Hey, was ist denn hier los? Nicht für dicke Leute gemacht, oder was? Ah, Stuhl, lass mich los! Ich werde bestuhlt! Ja, auf die Grafik kommt es jetzt hier bei dem Game nicht so extrem an und es ist auch nicht der Riesenunterschied. Trotzdem wäre es schön, wenn ich es weiterhin auf höchsten Einstellungen spielen könnte, ohne dass hier... Ui, ich dachte gerade, hier sitzt einer. Schöne braune Kloschüssel ist auch was Feines. Oder Klobrille besser gesagt, braucht man nicht so oft putzen. Ja, also es wäre auf jeden Fall schön, wenn ich es bald wieder auf höchsten Auflösung spielen kann und nicht ständig Frame-Einbrüche kommen. Von daher hoffe ich doch bald... Oder hoffe ich, dass bald ein Update kommt, was das Ganze hier fixt. Aber bis dahin spielen wir jetzt erstmal auf den Grafikeinstellungen weiter. Dann habe ich es lieber etwas unschöner, als dass es hier die ganze Zeit ruckelt und leckt und was auch immer alles tut. Gut, dann sind wir doch hier. Komm, wir lassen mal unsere Wut raus, dafür, dass das Spiel ruckelt. So, okay, dann sind wir ja... Ach du Scheiße, hier ist ja ganz schön was los. Dann sind wir mit dem Gebäude hier auch fertig. Hey, mein Kleiner, hast du auf mich gewartet? Hättest du auch einfach klingeln können. Ich hätte dir aufgemacht.
schauen wir nochmal hier hinten. Und hier scheint dann etwas Größeres zu sein. Und auch ziemlich gut ummauert. Vielleicht haben sich ja da ein paar von unseren Kumpels verbarrikadiert. Und wir treffen endlich mal auf Menschen. Ach, sag mal. Dafür kriegst du den Kopf aus. Das machen wir aber nicht sowas. So, okay. Hier sieht es ganz schön wüst aus. Haben die Zombies anscheinend eine kleine Party drin gefeiert. Wäre ich gern dabei gewesen. Über einen Ofen umgeworfen. Mensch, was war denn da los? Ob da illegale Substanzen im Spiel waren? Nur hier, komplett Waschbecken, alles. Aber das Klo haben sie ganz gelassen, na wenigstens was. Händewaschen ist zwar nicht mehr drin, aber zumindest kann man sich noch entleeren. Ey, was machst denn du hier? Hast dich ein bisschen auf der Party verirrt. So, wie sieht's denn aus? 12 Kilo gerade mal. Das war mir wirklich eine Lehre. In den letzten Folgen bin ich einfach mit viel zu viel Loot immer schon losgelaufen. Teilweise 12, 13, 14 Kilo. Das war ziemlich dumm. Ich wollte immer gut ausgerüstet sein für den Fall der Fälle, dass doch noch etwas passiert. Aber was soll's. Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn, dass wir so auf 4, 5 Kilo ungefähr runtergehen. Die geht nicht auf? Okay. So, haben wir jetzt zu viel Wasser getrunken. Wir sind bei 100%. Habe ich bestimmt ein paar Prozente verschenkt. Naja, was soll's. Ich will mal nicht so sein. Und da war doch schon wieder ein Wasser. Hat uns das Spiel gleich wieder zurückgegeben. So, da haben wir einen schnellen. Den würde ich ganz gerne. Und noch einen Polizeizombie. Ach Mist. Ich würde sagen, wir schleichen mal wieder. Haben wir ganz lange nicht gemacht. Hat er uns schon gesehen? Nö. Und dann hauen wir dem mal eine rein hier. Ich wollte jetzt nicht gleich alle Zombies auf mich locken. So, wir knallen jetzt den ab. Mal gucken, wer angerannt kommt. Okay, kein weiterer. Die hören anscheinend alle nicht so gut. Wahrscheinlich noch so dicke Helme auf die Polizisten, dass die einfach gar nichts hören. Hey. So, lieber Polizist, was mache ich denn mit dir? Haben wir irgendwo ein explosives Fass rumstehen? Leider nicht. Kann ich es nur so probieren. Stirb doch, ey. Jetzt aber. Und da haben wir Level Up. Sehr schön. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen mal auf Stärke. Dann müssten wir ja 34 Kilo... Jo, 34 Kilo tragen können. Ich glaube, das macht schon Sinn. Weil wenn man mal schaut, wie groß das Dorf jetzt hier schon ist. Das wird eine ganze Menge Loot geben. Gut, dann machen wir erstmal hier lang. Polizeiauto. Ah, das scheint das Polizeirevier zu sein. Deswegen auch so gut umzäunt. Gehen wir hier rein? Natürlich nicht. Und deswegen natürlich auch die ganzen Polizeizombies. Jetzt ergibt das doch alles einen Sinn hier. Also ich weiß wirklich nicht, mit Nahkampf, da treffe ich die einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Vielleicht können wir den, wir können den auch den Helm vom Kopf schlagen. Okay, dann braucht man vielleicht, doch nicht so viel Munition verschwenden. Ach Mensch, komm doch her. Was für loyale Zombies. Selbst im Zombie-Sein immer noch ihrer Tätigkeit als Polizist nachgehen. Allerdings sorgen die nicht unbedingt für Ruhe hier im Viertel, sondern eher für Ärger. Oh nein. Keine Schild-Zombies. Och nö, die sind doch schon schwer genug hier. Okay, wir haben zum Glück ein Fass. Ja. Kleiner verkugelter Zombie, tut mir leid. Können wir das Schild aufnehmen? Jetzt hör mal auf mit Brennen. Jetzt. Nein, wir können es leider nicht mitnehmen. Können wir den Helm? Können wir auch nicht mitnehmen. Unser Helm geht auch langsam kaputt. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber die Schuhe. Unsere Schuhe sind langsam durchgelaufen. Müssen wir mal wieder umtauschen. Gewährleistung und so. Sind doch noch kein halbes Jahr alt. Weil die haben uns ja auch Tempo gegeben. Ich glaube 10%, wenn ich mich richtig erinnere. Sehen wir das hier? Ne. Wenn wir die mal kurz hier reinpacken. Ja, 10% Speed. Wäre natürlich schade, wenn wir die 10% verlieren. Ich hoffe doch sehr, dass wir bald wieder Schuhe finden. So, gönn doch mal ein bisschen Metall, liebes Spiel.
Das ist nett. Denn ich möchte sehr gern das Ding an der Metallwerkbank bauen. Und bin mal gespannt, was wir dann damit anstellen können. Okay, aber wir kommen hier anscheinend gar nicht rein. War bloß der Hinterhof. Müssen wir doch mal von der anderen Seite schauen. Aber hier ist ganz schön was los an Zombies. So, mit dem probieren wir es jetzt nochmal im Nahkampf hier und danach müssen wir erstmal was futtern. Wie viele Schläge braucht denn der auf dem Helm? Ah, shit. Ah, da war die Ausdauer schon wieder leer. Ich habe das immer nicht im Blick, aber anscheinend verliert er den Helm nicht. Entweder war das vorhin ein Glückstreffer oder es lag doch schon an den Schüssen, die ich ihm reingepackt habe. Okay, es lag wahrscheinlich an den Schüssen. Na gut. Oh nein, ein schneller. Na komm her. Bam. Ach, sah das nicht geil aus. Wunderschön. Klopft schon wieder einer gegen die Türen. So, wollen wir ins Polizeirevier oder wollen wir erstmal, ich würde sagen, wir schauen erstmal hier die kleinen Gebäude an, weil ich glaube, das Polizeirevier wird doch eine ganze Weile dauern. Ui. Okay, zwei Schuss mit der Schrotflinte, wenn man richtig trifft. Dann verliert er sogar gleich seine Hand dabei. Oder nein, das ist das sein Gebiss? Oder seine Zähne? Muss ja nicht gleich ein Gebiss sein. Los. Und der nächste. Erster. Zweiter. Ah, okay. Taktik herausgefunden, wie wir mit den Polizeizombies umgehen. Das gefällt mir. So, ich wollte doch mal was snacken. Dann snacken wir die Bohnen hier weg. So, ist hier einer drin? Wusste ich's doch. Es gibt keinen Lebensmittelladen. Ohne Zombies. Egal ob Filmspiel oder Realität. Okay, lief anscheinend nicht so gut hier im Laden. Was ist das? Ach, das war vom Zombie. Nö, das möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Ist aber auch kein Wunder bei der wenigen Auswahl hier. Da wäre ich auch nicht einkaufen gegangen. Ja, ich lass dich doch rein, ist doch gut. Hätte auch einfach mal die Klingel benutzen können. Gut, da haben wir das. Essen, Trinken sieht soweit ganz in Ordnung aus, aber wir können uns hier mal so eine Pille reinhauen. Wir haben doch schon etwas Hit kassiert in den letzten Minuten. So, gucken wir hier nochmal. Auch schon ganz schön abgefuckte Bude, die haben auch alle denselben Knick im Teppich. Ach, shit. Aber der ist schön One-Shot mit der Schrotflinte. Da lasse ich den noch gerne auf mich zurennen. So, es geht noch hoch. Hier haben wir auch noch einen Kumpel. Ja. Ey. Wie, da ist er die Treppe runtergerutscht. Das war Haushaltsunfall. Ich hab damit nichts zu tun. Bitte zahlt mir die Versicherungssumme aus. Hier noch einer? Nö. Wir sind wahrscheinlich alle unten und haben uns schon längst gehört. Fliegende Bücher gibt es ja auch. Aber wir spielen ja auch im Jahr 2035. Dafür haben die zwar alle noch ziemlich abgefuckte Fernseher. So rum. Aber fliegende Bücher. Entwickelt sich vielleicht doch wieder zurück in den nächsten Jahren. Scheiß auf digital. Analog. Kommt wieder an die Macht. So, dann haben wir auch das Häuschen hier durch. Sehr schön. Dann machen wir hier mal noch hier vorne das Häusel. Hier haben wir noch ein paar Zombies, die auf uns warten. Also ich glaube, das Spiel wird jetzt und in den nächsten Folgen doch so sehr, sehr lootlastig. Also generell geht es natürlich größtenteils um Looten. Aber leider passiert gerade nicht allzu viel, als Gebäude für Gebäude abzurennen. Aber was soll's, es gehört nun mal dazu. Ich versuche so schnell wie möglich den Spaß hier abzufarmen, damit wir auch bald mal wieder was Neues sehen. Und das Polizeirevier wird bestimmt auch interessant. Wie gesagt, vielleicht... War ich jetzt hier schon? Nö. Vielleicht treffen wir ja wirklich mal auf Kumpels. So,
Oder vielleicht auch einfach nur ganz viele Polizeizombies mit Schilden, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Und er hat schon wieder Hunger und Durst. Es ist Wahnsinn. Das ist ein verfressener Charakter, das habe ich noch nicht erlebt. Aber wir sind wirklich sehr gut bestückt. Zumindest was die Lebensmittel angeht. Wie es bei ihm in der Hose aussieht, das weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich glaube auch weniger, dass die Zombies Lust haben. Auf Liebe. Oh, so ein Kotzbrocken vielleicht? Oh nee, dann kotzt sie uns voll dabei. Das ist... Lassen wir lieber. So, das Häuschen noch und das Grüne. Dann sind wir hier mit der Reihe auch schon durch. Ui, die Lebensmittelgeschäfte werden ja immer kleiner und der hatte bloß Pillen und Energy. Mehr braucht man ja auch nicht zum Leben. Auch kein Geld in der Kasse. Aber hier ein kleiner Hinterraum, hier wurden bestimmt immer illegale Glücksspiele betrieben. Und der Laden vorne war alles nur Tarnung, alles nur Schein. Während die Polizisten, die Korrupten hier hinten ihr Geld verspielt haben. Oder das Geld, was sie den Bürgern abgenommen haben. So, wie sieht's aus? 27 von 34 Kilo. Also so langsam, aber sicher. Wir können natürlich dann noch ein paar schwere Sachen wieder hier oben in unser Waffengürtel hineinlegen. Das machen wir dann auch. Noch ein Lebensmittelladen. Sag mal, was ist denn hier los? Waren anscheinend alles solche Bürger, wie wir hier als Charakter spielen, alles so eine verfressenen Säcke. Cool, dann hätten wir schon mehr von den Fat Joes gesehen. Und auch kein Geld in der Kasse. Mensch, was ist denn hier los? Und da haben wir auch schon alles, das passt doch. Der ist mal wieder abgelenkt von der Tür, da können wir in aller Ruhe. Oder können wir vielleicht mal versuchen, ne? Naja, nee, wir lassen das mal. Sonst wird es hier nicht jugendfrei. Will auch gar nicht wissen, wann die Zombies das letzte Mal duschen waren. Wahrscheinlich gar nicht. Aber vielleicht bei unserem Haus am See verlieben wir uns vielleicht in so einen Kotzbrocken. Lassen sie erstmal eine Runde durch den Fluss laufen, damit sie wieder schön sauber ist. Und wir sind überladen. Na, dann würde ich sagen, wir hauen mal das hier rein. Und was wiegt denn noch viel? 2 Kilo die Bohnen. Na, dann hauen wir das noch weg. Dann kriegen wir doch wieder was weg. Okay. Das passt. Wie sieht's aus? 30 von 34 Kilo. Wir haben es auch schon 15 Uhr. War ich hier dran? Jo. So, ne, das ist die andere Seite. Hey, nicht aussperren. Wir gucken noch mal kurz hier vorne. Vielleicht finden wir ja noch ein kleines Häuschen, was wir schnell looten können. Aber hier kommt dann bloß Polizeirevier. Ach, Mensch. Ist doch gut. Und du auch. Hey, was? Ach, shit. Hat anscheinend doch was mit der Range zu tun. Also klar, eine Schrotflinte ist auf naher Distanz natürlich effektiver. Aber dass es dann doch so penibel vom Spiel ist, hätte ich nicht erwartet. Okay, dann haben wir hier ein paar Kisten. Dann würde ich sagen, machen wir die noch leer. Damit sind wir nämlich auch schon bei 34 Kilo. Und wir kriegen es nicht mehr weg. Aber wir können die zwei noch hier... Hä? Moment. Sag ich doch, dass das funktionieren muss. Verarscht mich doch nicht. So, dann haben wir uns hier die Taschen noch voll gemacht. Das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, auf zum Zug. Stellt euch mal vor, wir wären wieder mit 13, 14 Kilo im Inventar hier ins Dorf gelaufen. Dann wäre wahrscheinlich schon irgendwo hier Schluss gewesen. Das dürfen wir in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr machen. Aber da haben wir doch einiges geschafft, Mensch. Ganz paar Zombies gekillt, Level aufgestiegen, die komplette Reihe hier abgefarmt. Und auch ordentlich Loot bei rumgesprungen. Das gefällt mir. Und dann schaffen wir es auch rechtzeitig wieder zurück und kommen gegen 17 Uhr ins Bettchen. Und hier vorne steht schon wieder einer von den Rennern. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Hey. Na gut, er wollte nicht. Er hat genug vom Rennen. Er wollte auch mal Pause. Ach shit, hä? Ich habe doch noch einen Schuss im... Schießt es nicht? Jetzt schießt es. Aber was war denn da los? Munition gehangen im Lauf. Zum Glück hat sie nicht andersrum geschossen, wir haben uns selber getötet. Soll auch schon vorgekommen sein.
noch schnell ein paar Böhnchen füttern. Zombies füttern brauchen wir, glaube ich, nicht. Die essen sich einfach selber, wenn die Hunger haben. Gut. Hallo, lieber Busfahrer. Hier, Ticket gelöst und vorne rein und hinten raus. Kennt ihr diese Busfahrer, die so extrem penibel darauf bestehen, dass man vorne nur einsteigen darf? Obwohl der Bus komplett voll ist, man schon beim Busfahrer fast auf dem Schoß mitfährt, bei gefühlten 38 Grad, weil die Busse hier in unserer Stadt auch keine Klimaanlage haben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ob das generell so ist, aber ich glaube fast nicht. Ja, man schon dem Busfahrer auf den Schoß schmilzt. Es so voll ist, dass man gar nicht mehr durchkommt, man direkt ganz vorne an der Tür steht und dann, nein, nur hinten wird ausgestiegen. Da könnte man auch direkt mal den hier benutzen. Aber dann würden die Fahrgäste natürlich, die weiter wollen, auch nicht weiterkommen, von daher, was will man machen? Aber da frage ich mich wirklich, wie frustriert muss man sein, dass man da so penibel drauf pocht, dass man vorne nur einsteigen darf. Als würde es jetzt einen Unterschied machen. Ich meine, der Bus steht doch. Ich kann es ja nachvollziehen, wenn an der Haltestelle 50 Leute stehen, die vorne rein wollen und der Bus leer ist, dass man dann nicht erstmal vorne rausrennt, damit sich die ganze Fahrt nicht extremst verzögert. Aber in so einer Situation könnte man eigentlich auch mal ein Auge zudrücken. Aber das sind dann wieder wir Deutschen, die uns unbedingt an alle Regeln halten müssen. Das würde es in anderen Ländern, glaube ich, so nicht geben. Aber ja, was soll's. Es gibt in jedem Beruf Arschlöcher. Dafür gibt's aber auch mindestens genauso viele nette Menschen. Und die darf man halt auch mal nicht vergessen. So, genügend philosophiert über Busfahrer. Wir hauen uns jetzt hier noch so einen Riegel rein. 18 Flaschen Wasser. Mensch, das Spiel meint's wirklich richtig, richtig gut mit uns. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich noch das Inventar leer. Packen einfach alles raus, wir brauchen den ganzen Stuff nicht. Brauchen auch keine 16 Flaschen Wasser. Packen wir 10 rein. Haben wir noch 6 einstecken. Energies. Reicht uns, wenn wir 3 haben. Aber 8 Kilo ist mir immer noch zu viel. Dann packen wir hier einfach mal noch 35 Schuss weg. Immer noch 8 Kilo. Achso, das Zeug wiegt so gut wie nichts. Ja, was packen wir noch weg? Ich würde gerne auf weniger als 8 hier. Packen halt das noch weg. Das Essen können wir ja beibehalten. Und dann können wir notfalls hier noch das mit hier hochpacken. Ah nein, dann haben wir es nicht im Dings drin. Naja, dann packen wir die Energies hoch. Dann sind wir bei 7 Kilo. Damit können wir doch auf jeden Fall zur nächsten Runde ins Dorf starten. Dann danke erstmal fürs Zusauen. Genau, ein schöner Abschluss hier. Fürs Zuschauen wollte ich natürlich sagen. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Macht's gut.